Yeah. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win. Yeah. LA BB, who we running with? Yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Guten Tag, Leute, was geht? Ich hoffe mal, Fokus sitzt. Ja, steht also auf Auto, passt also soweit. Was geht, Leute? Willkommen hier aus New York. Ich bin gerade in Queens in New York in meinem Hotel angekommen. Ganz kurze Roomtour, da hat's ein Bett, da vorne hat's eine Tür, hier hat's ein Bad, hier ist ein richtig geiles Klo, Alter. Eine geile Dusche. Junge, geil, einfach nur nice. Ich bin tatsächlich hier für eine ganz besondere Geschichte, und zwar bin ich hier für die Fortnite-Weltmeisterschaft. Yeah. Da ich tatsächlich einer der schlechtesten Spieler in ganz Europa bin, no cap, das ist tatsächlich real. Habe ich es tatsächlich trotzdem auf Umwegen geschafft, hier hinzukommen. Und zwar bin ich hier gemeinsam mit Epic Games, und die haben mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, beziehungsweise ich habe Epic Games gefragt, hey, kann ich einfach vorbeikommen und mir das hier angucken? Und die haben gesagt, jo, machen wir. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz nach Manhattan reinfahren, mich dann mit Hanno treffen, aka Hand of Blood, das ist der wunderschöne Mann hier. Und dann werden wir da gemeinsam was snacken gehen, kurz ein paar Sachen einkaufen, und dann geht's auch morgen schon los. Ich denke mal, ich nehme euch ab heute jetzt einfach irgendwie jeden Tag mal mit und mal gucken, was da so rumkommt. Ich habe auf jeden Fall morgen Interviewtermine. Maybe kriege ich sogar noch hin, mit Tiffy und Mongral irgendwie ein Interview reinzuschieben. Das wäre natürlich absolut ehrenvoll. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass es bei Tiffy fast nicht möglich sein wird, weil da wahrscheinlich 2 Milliarden Leute stehen. Wir fahren jetzt los. Bis gleich. Alter, geile Gurke, Junge, eine Spandauer Gurke. Guck mal hier, wie ich hier gefunden habe. Das hat sogar, der hat dieses Doppelgelenk an. Ja, guck mal, Leute, was ich mir da gekauft habe. Hier, eine Fortnite. Ah ja, Einsatz. Kugel. Boah, Alter. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Essen. Es gibt einen nice Veggie-Burger. Fortnite spielt so dazu. Ist der schönste Tag in meinem Leben. Bin sehr glücklich gerade. Kleine Story dazu. Ich bin ja Spieler, ich bin ja jetzt E-Sportler hier. Und vorhin beim Player-Check-In sollte man eigentlich so Geschenke bekommen, so Player-Geschenke aller. Ja. Aber habe ich nicht. Und dann hat mir Rivi das hier gekauft. Ist ja meins, ne? Eigentlich war das für mich. Nee, aber ist ja meins. Ich wollte es heute Abend essen. Ja, abonniert mich. Arschgeil. Guten Morgen, Leute. Na, jetzt geht's los, Alter. Gleich geht's rüber zur WM. Gestern Abend ist übrigens noch Folgendes passiert. Leider habe ich da nicht gefilmt im Laden, aber es sah trotzdem sehr schön aus in meiner Insta-Story. Ihr habt gesehen, wir waren in einem kleinen Jazzlokal, meine Freunde, und jetzt können wir direkt los zur Venue und dann uns das ganze Ding erstmal angucken. Wir kriegen gleich nochmal eine kleine Führung und schauen uns quasi mal an, wie das bei der Fortnite-WM so abgeht, was da so los ist. Und ich würde sagen, wir können direkt los... Oh, Alter. Drifty? Drifty, Junge. Ah ja, moin, Digga. Der muss natürlich auch mit, der Bruder. Da wird er natürlich jetzt erstmal gewaschen, Alter. Ganz wichtig. Na, hier. Digga, du musst ja auch schön fit sein, Alter. Du musst ja auch gucken, dass du schön mitkommst, Digga. So, die Spitzhacke hier verloren. So, Kollege, ne? Bleib mal kurz da, Ehrenmann. Gut, das ist nicht so gut gelaufen. So. Guck mal. So. Dann ist das ein Parfüm noch für dich, Alter. So, komm mal hier. Ehre, bist du bereit, Bruder? Let's go, Fortnite M. Yeah! Jetzt mal Real Talk, was stimmt eigentlich nicht mit mir? Wieso mache ich sowas? Wir sehen uns gleich in der Venue, Leute. Bis gleich. Ja! Okay, Leute, ich bin da. Das Ding ist halt, ich bin komplett alleine, weil ich natürlich hier keinen kenne. Ich glaube, da vorne sind noch französische Creator. Auf jeden Fall haben die so diesen typischen YouTube-Vibe. Die haben eine Kamera, teure Schuhe an, also es müssten Safe-YouTuber sein. An der Stelle auf jeden Fall erstmal hier keine Eindruck, wie es hier aussieht. Sehr schön, sehr schön. Da läuft überall schon Fortnite-Musik. Das heißt, es gibt auf jeden Fall keine Probleme mit Vlogging und sowas. Wir haben jetzt gleich um 12 Uhr, wie gesagt, eine geile Tour. Das Ding ist halt hier direkt am Flughafen, man hört es vielleicht. Und jetzt laufen einfach Leute da rein und ich renne jetzt einfach mal hinterher. Keine Ahnung, was jetzt abgeht, Alter. Also auf jeden Fall gibt es jetzt eine geile Tour. Lass mal reinziehen hier die Alter, ich bin richtig hyped. Mal gucken, was hier so abgeht, Digga. Überall so richtig süße Screenshot-Boxen, Alter. Kann man so reinstellen, Fotos machen mit den Pros. Das Ding ist halt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wen ich hier wenden soll. Ich laufe hier einfach irgendwelchen Menschen hinterher. Wahrscheinlich werde ich gleich zu Tode getasert, weil ich da gar nicht rein darf. Ist aber nicht schlimm, weil dann war es ein Erlebnis. Richtig. Ich glaube, es gibt sogar mit diesem Wristband hier, gibt es irgendwas zu holen. Battle Pass mäßig, keine Ahnung. Hier vorne kann man auf jeden Fall shooten. Nice, mein Zoom funktioniert gerade einfach gar nicht. Sehr stark. Ja, schöne Geschichte hier, Alter. Schöne Geschichte. Ich rede jetzt lieber mit euch als mit den anderen Menschen, weil meine Social Anxieties mir auf jeden Fall einfacher machen. Ich habe halt keine Ahnung, was jetzt hier abgeht. So, ich weiß es ja nicht. Um 12 ist irgendeine Tour, aber ich weiß ja nicht, wo diese Tour stattfindet. Deshalb halte ich mich jetzt einfach bei diesen anderen YouTubern irgendwo auf und ey, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier eigentlich ein Tennisstadion. Hier sind immer US Opens und sowas, also eine ziemlich, ziemlich große Geschichte. Das Stadion ist echt riesig. Ich meine gestern noch zu Max. Tennisstadion klingt irgendwie ein bisschen wack. Jetzt, wo ich es aber sehe, ist es größer als das Kölner Fußballstadion. Ich meine, das ist auch ziemlich klein, aber trotzdem still nice. Also wir sehen uns gleich bei der Tour.
Tour und hoffen, dass wir irgendwie hinter den Kulissen ein bisschen was sehen können. Okay, der Tour geht jetzt los. Wir schauen uns jetzt die ganzen Bühnen, glaube ich, an. Und keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal hinterher. Ich glaube, wir können ja da reinlaufen. Und jetzt mal ganz kurz, erster Eindruck, Leute. Guckt euch das mal bitte an. Oh mein Gott, was ist das denn? Es wird so geisteskrank warm hier drin werden, glaube ich. Heftig, heftig, heftig. Vor allen Dingen, wenn einmal rumgeht, das heißt, das ganze Stadion hier wird womöglich wahrscheinlich voll Leute sein und drumherum sitzen halt überall halt die Leute. Die Bühne ist quasi in der Mitte. Wir wollen gerade den Test machen für morgen und die Epic-Mitarbeiter müssen jetzt pretenden, die YouTuber zu sein. Das hat sich auf jeden Fall geisteskrank verändert. Hier sind hier meine Freunde, 20.000 Prozessoren, die ganze Live-Show verarbeiten. Und hier ist der Pokal. Ein bisschen klein eigentlich, oder? Absolut nice. Absolut nice. Ich hoffe mal, das ist Death Solid Gold. Aber ich weiß nicht, ob es das ist, aber es sieht auf jeden Fall schön aus. Schönes Ding. Ja, das war auf jeden Fall ganz interessant, die Pressekonferenz. Allein mal zu sehen, die unterschiedlichen Perspektiven von Mr. Savage und Benji Fischi, die ja noch 14 sind, gegenüber Nate Hill, der schon 24 sind, die sich halt da tatsächlich eine Menge Gedanken gemacht haben und jetzt hier sind und sowas. Auf jeden Fall echt eine geile Sache. Ich habe jetzt noch ungefähr, ich glaube, 20 Minuten Zeit oder sowas, bis ich in Interviews gehe und ich kann mir jetzt hier den ganzen Kram nochmal angucken. Das gab es hier auf der Gamescom, sind leider hier und da vorne ist auch ein Alter, mega hier. Guck mal hier, das wäre gern ich, Leute. Das wäre gern einfach ich, Mann. Ey, geil. Max auf jeden Fall auch schon unterwegs. Die ganzen deutschen Jungs sind auch noch gerade hier. Die machen gerade noch Walkthroughs. Und dann schauen wir mal, was wir gleich noch machen. Also wird auf jeden Fall spannend hier. Ey, schau dir mal bitte an, wie geisteskrank riesig das Stadion ist, Mann. Das ist doppelt so groß wie alles andere, was ich kenne. Absoluter Ehrenmann hier. Stark. Gute Tarnung auf jeden Fall. Sehr gute Tarnung. Hab ich fast nicht gesehen. Sehr geil. Sehr gut. Ja, doch. Wieso kann ich nicht das sein? Wieso habe ich nicht so ein Kostüm und darf auch tanzen? Warum eigentlich nicht? Mann, Leute, ey. Da ist ein Busch. Guck mal hier, Leute, das ist doch das, wo sich Trimax immer drin versteckt, das Feld. Das ist doch, das Trimax-Feld ist das doch. Max, Alter, nice. Ball change. Yes, in the middle of the awesome, this is jazz. I know, that one's deceivingly hard. So, Interviews sind jetzt done. Ihr könnt ihr mal ganz kurz einen ganz kleinen Sneak Peek der Interviews haben. Ich bin Letty, ich bin Justin, wie immer. Ich bin Fabian. Ja, war auf jeden Fall ganz neat. Die ganzen Videos findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wenn die dann online kommen, ich müsste da eigentlich schon längst online sein, also auf jeden Fall findet ihr die Videobeschreibung. Ich fahre jetzt nochmal nach Manhattan rüber, treffe ich da mit Prudis, dem Map-Bauer und gehe wahrscheinlich mit dem irgendwie noch was machen und schaue mal, ob ich später noch was vloggen werde oder nicht. Gucken wir mal, meine Freunde. Man weiß ja nie, was so passieren tut. Dann würde ich fast schon sagen, sehen wir uns entweder morgen oder heute Abend im absoluten komatösen Zustand. Wir werden sehen, es wird weiterhin spannend bleiben. So, Tag Nummer 2. Heute ist das Creative Hub Ding und das Pro AM, glaube ich. Ja, heute ist Pro AM, richtig. Und Ninja ist gerade hier im Interview. Schaut mal da. Ich werde gleich noch mit den anderen treffen. Es ist ultra laut hier. Ich werde mir später mal ein paar Games angucken, ein bisschen was noch an Film, aber ich glaube, so spannend ist das für euch nicht, weil ja, wahrscheinlich wird es ein Großteil eben Stream gesehen haben. Aber nice auf jeden Fall hier. Ist noch nicht ganz so voll, aber ich glaube, das ändert sich später. Ich glaube, Samstag ist es Duo und Sonntag ist Pro-Finale für Solo. Wird auf jeden Fall ganz nice. Ich würde sagen, ich gönne mir jetzt noch ein paar Games und hier sind auf jeden Fall eine Menge Leute, die ich kenne. Wir sehen später nochmal wieder. Games sind losgegangen, hier ist Buffet, mega nice, aber was viel, viel geiler ist, sind tatsächlich Goodiebags, die wir bekommen haben. Absolut arschgeile Nummer, Fortnite Cap, mega stark, eine Banane, die finde ich wirklich geil, Alter, die ist halt ganz schön auf seinem Bett, ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, auf jeden Fall sehr stark. Dann haben wir hier dieses Ding, ich weiß nicht genau, was man damit macht, sieht aus wie ein Sextoy, keine Ahnung. Ich glaube, hier ist noch ein Shirt drin tatsächlich, warte mal. Yeah, Drift Skin Shirt, nice, nice. Und hier noch tatsächlich noch eine kleine Tasche, in der Kartoffelwirbel Pins drin sind. Nice, Alter, ein V-Buck-Coin. Alter, Leute, das ist ein echter V-Buck. Guck mal, wisst ihr, wie viel der wert ist, Mann? Wenn ich den eintausche, da kriege ich 2 Millionen V-Bucks raus. Ein paar Pins auf jeden Fall, wie bei CSGO, nice. Und Socken, Alter, Dörrburger Socken. Sehr stark, Leute. Auf jeden Fall nice. Ich würde sagen, ich nehme jetzt alle mit. Und dann gehe ich einfach ins Hotel. So, Leute, es geht los. Und wir haben gerade schon gesehen, wie Hendo komplett weggeklärt worden ist. Es ging gerade, wie gesagt, um den Creative Hub. 3 Millionen Dollar auf der Creative Fortnite Map. Und Hendo hat gerade komplett kassiert. Max, gönn dir, Alter. Hol ihn dir, Max. Hol ihn dir. 7 Kills, der Junge. Absolute Maschine. Max, Alter. Junge, Max, Alter. Krass. Max, Junge, was war das? Was war das? Leute, es sieht so aus, als würden Hände das Ding holen. Alter, noch 70 Punkte.
Wenn das erste Game an dich geht, Digga, dann geht heute Abend das siebte Bier an mich. Auf deinen Nacken, Digga. Du hast dann 3 Millionen gewonnen. Rein, der Max! Max! Ja, Mann, das ist es, das ist es. Das ist es. Alter, Digga, sehr nice, Max. Well played, Bro. Sehr, sehr gut, Alter. Schau ihn dir an, Digga. Schau ihn dir an, Alter. Was der Junge hier was gewinnt, hätte keiner gedacht. Schau ihn euch an, Leute. Max, auf dich, Digga, auf dich. Gutes Englisch, sehr stark. Runde 2 vom Creative Cup. Und dieses Mal geht es darum, dass quasi die Angreifer sich in Props verwandeln, in das Ding rein müssen. Und zwar von den Gegnern, die auf der Mitteplattform sehen, nicht getroffen werden dürfen. Das sind kleine Messer sind, ne? Mitgebaut dran, ja. Aber jetzt eher in kleinen Maßstab, muss ich sagen. Also hast du genau gemacht? Eher Dekoration und auch im Bereich Testspiel, vieles getestet und sowas. Ja, dafür sind wir auch sehr schön geworden, Alter, muss man sagen. Max hat schon eine Runde gewonnen. Man muss sagen, das ist eine wirklich krasse Produktion. Ja, also diese Bühne hier unten, die ist schon echt geisteskrank. Du hast doch sogar die Map für Max gebaut, ne? Ja, genau, den Trial für den World Cup. Ja, die Map habe ich gebaut, ja. Ist geil, mit Hanno zur Arbeit oder nicht? Ist auf jeden Fall ein sympathischer Kerl, ja. Also es hat Spaß gemacht mit ihm und ja, sowas. Sehr unsympathisch, oder? Sehr unsympathisch, unzuverlässig. Ganz schlecht ist er, Digga. Max, hol jetzt mal das Ding, Alter. Ich will nach Hause jetzt. Auf geht's hier, Junge. Let's go. Das ist wie Gamescom, Alter. Mit ein paar Loot und Auftritt. Und das Ding ist, ich kenne deren Namen, aber ich kenne keine Gesichter dazu. Ich weiß, wer Nick Mercer ist und wer Floxy ist, aber ich habe die noch nie gesehen. Ich habe die noch nie gesehen. Alle flippen gerade vollkommen aus. Wenn jetzt Paluten neben mir sitzen würde, ich würde auch mad abgehen. Das ist schon crazy. But we chilling here, dude. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin sehr müde von gestern. Ich habe mir Kaffee geholt und dieser Kaffee hilft mir nicht. Deshalb werde ich jetzt hier einfach ein bisschen schlafen. Mein Set wird immer nicer. Guck mal hier. Mega. Letztes Game, meine Freunde. Oh! Oh mein Gott! Er hat's! Alter! Oh mein Gott! Das war gerade so geisteskrank spannend, Mann! Und das war fucking creative. Ich bin echt mal gespannt, wie es morgen wird, Leute. Krank! Einfach nur krank! Stimmung läuft auf jeden Fall schon mal richtig hoch, Digga, nice! So, Leute! Got it back. Ich habe eine Speicherkarte gekauft. Es hat sich sogar gelohnt, denn wir haben jetzt tatsächlich im Nachgang noch ein Interview mit Derox, was ihr jetzt unverzüglich nach diesem Video, wahrscheinlich sogar schon vor diesem Video gesehen habt. Der Boy hat tatsächlich 375.000 mit nach Hause genommen. Absolut insane, was heute bei den Duos passiert ist. Morgen gibt es die Solos und ich bin mal richtig, richtig gespannt, wie das da abgehen wird. Habe auf jeden Fall mad Bock drauf tatsächlich und freue mich auf jeden Fall, dass wir dies morgen noch witnessen dürfen. An der Stelle geht es gleich nochmal für uns auf die YouTube-Party und da werden wir auf jeden Fall das ein oder andere Kaltgetränk noch zu uns nehmen. Rosa, ich bin zu vital, um mich anzuziehen. Das hängt doch immer hier so runter. Ich sehe immer aus wie so ein Crackpenner, Alter. Jedenfalls wird auf jeden Fall noch ein bisschen was gefeiert. Schauen wir, ob wir später noch irgendwo in den Club gehen oder nicht. Ich habe auf jeden Fall hier gerade gerochen auf dem Flur, dass der ganze Face-Clan hier ist, denn ihr riecht extrem nach Naturmittel. Danach riecht es nach Tee, nach gutem grünen Tee. An der Stelle, wie gesagt, sehen wir uns gleich einfach wieder. Oder vielleicht dann, wenn ich es vergesse, einfach morgen.